Unverschämtheit. Ah, warte. Nachgeguckt, ob es vielleicht daran lag oder auch nicht, je nachdem. Lag irgendwie nicht daran. Es liegt, glaube ich, irgendwie an Twitter, dass er irgendwie. Entweder sind sie gerade dabei, etwas zu aktualisieren, oder sie haben es irgendwie verbockt. Leute, das sieht scheiße aus, aber erzählt's keinem. Das sieht wirklich scheiße aus. Naja. Irgendwie habe ich schief angefangen. Alles gerade? Oder wie war der Spruch nochmal? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich es auch versucht mit der Seite IFTT. Ich weiß nicht, wer das so, wer diese Seite kennt. Das ist so eine. Für Leute, die sich mit Excel auskennen, und die Wenn-Dann-Funktion kennen, ist das so eine ähnliche Seite. Es ist halt eine Seite, die alle so Social-Media-Plattformen miteinander verbindet und dass man halt zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Facebook schreibe, Hallo, wie geht's? Dass das bei Twitter, was gibt's da noch? Wie hieß denn? MySpace. Genau, wer kennt noch MySpace, Alter? Die alte Nudel. Und dass man halt das auch auf Blogger-Seiten teilen konnte. Also, dass das halt alles mit einem verbunden ist und dass man halt nur einmal das, diesen Post eingeben brauchte. Ich habe das mal gemacht, mal ausprobiert, habe da mal auch gleich meine Blogger-Seite mit, auch mit reingenommen. Hat bei der Facebook-Seite leider nicht so sehr geklappt. Keine Ahnung warum. Aber es hat bei Blogger geklappt. Was ich sehr gut finde. Einen Moment. Ich weiß, ich bin ein dreckiger Cheater, aber Leute, habt ihr Bock zu sehen, wie ich hier die einzelnen Bäume hier nach und nach. Ach ja, das geht ja nicht. Fick dich. Ich meine, schick mich. So. Ansonsten mache ich hier nur eine grobe Verbindung jetzt hin. Ups, falsche Richtung. Nein! Nein! Nein, ich will nicht wieder suchen. Ich will nicht wieder schwimmen. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein, nein. Ich will nicht. Das ist so schlimm, da wieder zurückzukommen, aber ich versuch's einfach mal. Ansonsten grabe ich mich einmal unten durch die gesamte Map, damit ich auf der anderen Seite wieder herauskomme. Naja, auf jeden Fall, oh scheiße, die guten Pine Trunks. Oh. Siehste, wer cheatet, der wird bestraft. So. Und hier baue ich keine Höhle. Keine Sorge. Naja, auf jeden Fall hat das auf der Blogger-Seite geklappt. Also es wurden zweimal auch Videos, die ja freigeschaltet wurden, auch dort gepostet automatisch, ohne dass ich es selber machen musste. Aber wie gesagt, bei Facebook ging es nicht und Facebook fand ich ist ein bisschen wichtiger, weil Blogger kann sein, dass es beim vielen oder bei manchen sehr gerne besucht wird, aber laut meinen Statistiken war das jetzt nicht so der Fall. Ich hätte es gerne behalten, aber IFTT benötigt sehr viele Rechte über die jeweiligen Accounts und das war mir doch, ja, das mochte ich doch nicht so ganz. Also habe ich diesen ganzen Schisslerwing da gelöst und ja.
Das heißt, auf Blogger würden wieder manuell Links zu meinen Videos bzw. Playlists hochgeladen. Und ja. Wie ich das Problem jetzt bei Facebook gelöst habe, ist mit der... Wie heißt die? QlaTube-App von auf Facebook. Ihr gebt einfach bei der Suche, wo er halt, wenn ihr Personen sucht, QlaTube-App ein. Ich kann es auch eigentlich in der Videobeschreibung tun, für die Leute, die halt solche Apps suchen, die automatisch Videos von einem Kanal auf den anderen posten. Und die postet jetzt neuerdings ja automatisch meine Videos auf meiner Gefällt mir Seite. Ist eine gute Sache, weil ich habe wirklich keine Zeit dafür, alles manuell zu machen. Einmal auf Blogger, einmal auf Facebook. Was habe ich noch? Google Plus. Nun gut, Google Plus ist ja automatisch. Aber ich habe dafür einfach keine Zeit und einfach auch keinen Nerv. Also machen würde ich schon, aber wie gesagt, ich habe noch zig andere Dinge zu tun. Schule natürlich. Und da passt das leider nicht so in den Zeitplan. Also habe ich, ja, suche ich immer nach Vereinfachung. Und für die Leute, die das auch so sehen und möchten, den tue ich das dann in die Videobeschreibung. Das tat weh. Oh, da ist die Brücke, da ist die Brücke, da ist die Brücke. Yay! Brücken sind was Feines. SpongeBob. Okay. Lassen wir das mal. Ja. Wie gesagt, also um diesen Fehler irgendwie auf meiner Fanseite zu beheben, hat das wirklich eine komplette Woche gedauert. Ich war kurz davor zu sagen, scheiß drauf, dann wird es halt jetzt nur noch auf Google Plus und auf YouTube halt veröffentlicht. Aber naja, jetzt habe ich es doch irgendwie geschafft, zum Glück. Bin auch froh darüber und ich markiere mir das mal. Und ja, wie gesagt, wer noch nicht geliked hat, meine Seite, kann es gerne jetzt tun. Aber erst nach dem Video, ne? Wow, 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 Musik. Chill dich mal, yo. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Ich hatte auch vorher gedacht, das wäre mehr. Vielleicht habe ich ein paar Informationen vergessen. Wenn, tue ich das in einem späteren Terrasology-Part rein. Nee, letzter Punkt? Nee, das ist nicht der letzte Punkt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann noch einen weiteren Punkt, aber der kommt erst am Ende. Ist eine kleine Umfrage, denn es geht, ja, in beiden Punkten um Terrasology und oh, mein Hals kratzt. Ich mag das für gar nicht und so, ja. Und zwar wird Terrasology, ich weiß nicht, warum ich das so geplant hat. Es ist, geplant habe. Es ist dumm von mir gewesen, das so zu planen. Und zwar, dass Terrasology samstags kommt. Das ist eigentlich die dümmste Idee, auf die ich je gekommen bin, weil von Montag bis Freitag sammle ich halt oder kommen halt so Ideen und Einfälle und Sachen, die halt dazwischen kommen, die halt erwähnt werden müssen für den Kanal. Und Samstag, dann nehme ich meistens schon also noch auf und lade da eigentlich schon hoch und pipapo und ja. Ich werde jetzt die Parts offiziell auch im Pan. Oh, was ist denn heute los hier? Ich bin auch so im Pan. Eine Panflöte bin ich. Oh, schön. Das finde ich schön. Boah, ich würde mir am liebsten hier irgendwie so ein Haus bauen, aber irgendwie
sind mir die Felswände hier zu hoch. Geht ja noch weiter? Ich schwimme mal ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, ich hatte es, glaube ich, auch in anderen Videos erwähnt. Immer, ja, komm Sonntag, Sonntag. Und dabei war es halt planmäßig Samstag. Jetzt ist es offiziell, jetzt kommt Sonntag, kommen die Folgen sonntags. Finde ich viel besser, weil freitags hat man dann so ein Polster, weil doch nicht so viele Flash-Games kommen. Oh, hey, das gefällt mir irgendwie, so eine kleine Lagune. Ach so. Geil. Geht hier weiter? Alter, das ist so ein kleiner Flusslauf. Ich weiß nicht, aber ich feiere das gerade so ein bisschen. So ein kleiner Fluss. Alter, ist das eine Höhle? Entschuldigung fürs Räuspern, aber. Oh. Das kommt jetzt überraschend. Wie abgeschnitten. Wie unnatürlich. Wer macht denn sowas? Ein Moment. Wir wollen das hier alles realistisch halten, ja? So. Also offiziell jetzt Terrasology. Samstags um 15 Uhr. Also eventuell 15 Uhr, ne? Ihr wisst ja. Ich mag das nicht so. Jetzt habe ich einen Schluck auf. Das finde ich nicht fein. Alter, was ist denn, was geht denn hier ab? Oh, BTF. Alter Schwede, ist das tief? Leute, ich glaube, wir haben hier, wow. Ich habe einen Wassertempel gefunden. Nee, das tut mir leid. Das erforsche ich jetzt. Alter, wie groß ist denn die Kacke hier? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber. Und wie tief? Also stille Gewässer sind tief. Wortwörtlich jetzt. Was ist das denn? Kann ich das abbauen? Oh, so dunkel. Alter, wir sind hier gerade am Grunde der Map. Also ich habe das am Anfang des Parts scherzhaft gemeint mit, ich grabe mich einmal unten durch, so dass ich oben wieder rauskomme. Aber das. Nice one. Boah. Ich bin gerade fasziniert. Tut mir leid, das ist mir bisher bei keinem Spiel bisher passiert. Bei so simplen Spielen, ne? So was Unerwartetes aber auch. Und die ist so schön groß. Hier kann man so viel entdecken. Naja, schade, dass es hier nicht mehr Schätze gibt oder so. Tut mir leid, zwar ist das so ein kleiner ja, Aufbaufehler. Aber ich stecke hier erstmal die Höhle ab. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall wollte ich noch fragen und wissen von euch, wenn ich mich hier wieder ein bisschen eingekriegt habe, ob ihr gerne mal eine aktuelle Version von Terrasology sehen wollt. Momentan spiele ich ja eine, ja, ziemlich ältere, aufgrund dessen, weil mir einfach das Texture Pack hier besser gefällt. Das momentane gefällt mir nicht so, das sieht so
so matschig aus. Aber wollt ihr gerne auch ein aktuelleres sehen? Weil in einer Version ist sogar das Craften möglich. Also ich habe schon versucht, aber irgendwie checke ich das nicht. Das ist noch ein bisschen ganz kompliziert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es noch was Aktuelleres gibt. Wenn ihr das gerne sehen wollt, schreibt's ruhig in die Kommentare. Ich könnte es downloaden. Das würde mir nichts ausmachen. Ich werde natürlich diese Spieleversion behalten, weil es vorkommen kann, dass die Welten nicht kompatibel mehr sind. Das heißt, dass halt die Welten einfach nicht geladen werden. Und das wäre halt für meine Hyrule-Welt nicht so krassiel. Wisst ihr was, ich würde mich gerne dann im nächsten Part hier ein bisschen so umgucken. Durchkramen. Wie realistisch. Wie gesagt, vielleicht mache ich ja auch eine Umfrage. Nein! Achso, ja, okay, gut. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt wollte. Ja, genau, das mache ich. Auf meiner Facebook-Seite werde ich dann einen Umfragen-Link starten. Den werde ich aber erst halt, wie gesagt, Sonntag reinschreiben. Falls ich dran denke, werde ich mir ja auf den Zettel schreiben. Und dann könnt ihr darüber abstimmen. Ich werde das auch, wie gesagt, ich glaube, werde ich auch ganz oben dann in die Videobeschreibung packen. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende des Parts angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, meine Stimme ist ein bisschen demoliert. Ich hoffe, das wird jetzt die nächsten Tage wieder ein bisschen besser. Und wir sehen uns... Oh, Alter, geil. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier bei Terrasology, wenn wir die Höhle erkunden werden. Und uns hier ein bisschen durchkramen. Vielleicht finden wir noch weitere Höhlen. Das wäre mega geil. Mega geil. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut rein, bis dann, bleibt gesund und ciao.